meine Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um den Kennenlern-Tag. Ich habe gesehen, dass doch so ein paar mehr Abonnenten dazugekommen sind und da freue ich mich natürlich riesig drüber. Also herzlich willkommen an alle altbekannten Gesichter und auch an die neuen. Ich habe gedacht, ich erzähle in diesem Kennenlern-Tag mal ein bisschen mehr über mich. Getaggt wurde ich von der lieben Anke, von die lesende Frau. Und wenn ihr hier Geräusche im Hintergrund hört, dann ist das schon eine Antwort auf eine der Fragen, die gleich kommen. Die erste Frage lautet: Lebst du noch in deiner Geburtsstadt? Ja, das ist tatsächlich so. Ich lebe immer noch in der Stadt, in der ich auch geboren bin. Habe hier auch meine Schule gemacht, meine Ausbildung gemacht, werde für mein Studium, was ich demnächst beginne, auch nicht umziehen müssen, Gott sei Dank, sondern kann das Ganze berufsbegleitend machen. Und deshalb, ja, lebe ich tatsächlich noch in der Geburtsstadt, in der ich geboren bin, habe hier ein Haus gekauft, zusammen mit meinem Mann. Der kommt allerdings aus dem Rheinland, den habe ich quasi importiert ins Münsterland. Und dem gefällt das hier auch ganz gut, da man hier prima Kinder großziehen kann. Das ist eine kleine Stadt, in der wir wohnen. Und ja, da sind viele Felder, viele Spielplätze, viele Parkanlagen, also sehr, sehr schön direkt am Naherholungsgebiet. Da kann man wunderbar seine Kinder aufziehen und deswegen freue ich mich, dass ich immer noch hier wohne, meine Eltern hier auch immer noch habe, nur meine Schwester und meine Schwiegerfamilie. Die sind nicht hier im Ort, die vermisse ich manchmal. Frage 2 ist: Was ist deine Lieblingsblume? Ich liebe Blumen sehr, habe nicht ganz so den grünen Daumen, nicht alle überleben bei mir. Ich habe mich aber hier in der Wohnung auf katzenfreundliche Pflanzen spezialisiert. Ich habe mich da gut beraten lassen, dass ich alles, was an Grünpflanzen hier ist, auch ja, entweder katzensicher stehen habe oder sie ungiftig sind. Draußen im Garten liebe ich aber auch meine Pflanzen natürlich sehr. Meine Lieblingsblumen draußen sind Hortensien. Ich liebe diese großen Dolden, die sie bilden. Finde das eine wunderschöne Pflanze. Und auch das Farbspiel, was sie so haben, das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich mag aber auch unheimlich gerne so Gräser. Wenn die sich so im Wind wiegen, diese Pampasgräser und sowas, mag ich total gerne draußen. Und wenn ich so die Schnittblumen angeben soll, dann sind meine liebsten Blumen die Pfingstrosen oder die Ranunkeln, die mag ich auch total gerne. Aber generell kann man mir mit Blumen eigentlich immer eine Freude machen. Kommen wir zur Frage Nummer 3. Was ist ein Haustier? Ich habe 2 Haustiere. Wir hatten eigentlich mein Leben lang immer schon auch Meerschweinchen. Das haben wir aber, nachdem meine Kinder jetzt das Interesse verloren hatten und wir unsere Meerschweinchen aufgegeben haben. Ja, es ist ja leider dann meistens so, dass eins überbleibt bei diesen Kleintieren. Da habe ich dann mir ein Herz gefasst und habe gesagt, gut, die Meerschweinchen geben wir jetzt ab. Das letzte geben wir ab und das ist in gute Hände gekommen. Also da bin ich ganz froh. Aber die Katzen, die wir bekommen haben vor 2,5 Jahren ungefähr, glaube ich, die haben doch die Aufmerksamkeit einfach der Kinder gestohlen und die Meerschweinchen waren einfach auch nicht mehr so interessant. Leider ist das so, und da man den Tieren auch nicht gerecht wird, wenn man sich nicht wirklich drum kümmert, war es einfach eine, ja, Kopfentscheidung, auch wenn es mir sehr schwer gefallen ist, mein letztes Meerschweinchen abzugeben. Aber jetzt haben wir 2 Stubentiger. Ich habe über die beiden auch schon ein Video gedreht, wie sie hier angekommen sind vor einiger Zeit. Und ja, jetzt sind sie mittlerweile erwachsen und freche Katzenmädels, die ja unser Leben ganz, ganz toll bereichern und wir lieben sie sehr. Das sind Romy und Rumba, unsere beiden Schwestern. Sie sind britisch Langhaarkatzen, allerdings keine reinrassigen. Da ist noch der ein oder andere Mix an Elternteil dabei gewesen. Also ja, die sind nicht reinrassig, auch wenn sie so aussehen. Die beiden sind aber Mischlinge. Frage 4. Bist du Rechts- oder Linkshänder? Ich bin Rechtshänder. In meiner Familie sind sehr, sehr viele Linkshänder, ich aber nicht. Aber zum Beispiel mein Sohn, der ist Linkshänder, ich aber nicht, bin Rechtshänderin. Frage 5. Hast du einen Führerschein? Ja, habe ich. Ich habe direkt, als ich 18 Jahre alt geworden bin, Führerschein gemacht. Habe den einen Tag vor meinem 18. Geburtstag gemacht und konnte dann an meinem 18. Geburtstag schon die Kisten Bier für den Geburtstag selbst mit dem Auto abholen. 6. Frage. Spielst du ein Musikinstrument? Ja, ich bin musikalisch.
Ich habe schon als Kind angefangen mit Blockflötenunterricht, dann irgendwann habe ich Orgelunterricht bekommen, tatsächlich richtig an so einer großen Orgel. Da ist aber nicht mehr so viel von hängen geblieben, außer so ein paar Akkorden. Dann bin ich irgendwann umgeschwenkt in der Teenagerzeit und wollte unbedingt Gitarre lernen. Kann also auch Gitarre spielen und habe eine Zeit lang in einer Band gespielt. Da habe ich dann allerdings den Bass gespielt, also E-Bass. Bis auf die Gitarre und der Bass sind aber die Instrumente nicht mehr wirklich, kann man nicht mehr als ich kann sie spielen bezeichnen, sondern das ist eher dann Geklimper. Ja, der wirkliche Musikus in unserer Familie, das ist eigentlich mein Mann. Der ist wirklich mit Leib und Seele Hobbymusiker und spielt sämtliche Instrumente. Ich bin da eher so laienhaft, fürs Lagerfeuer reicht's unterwegs. Frage 7 bezieht sich auf die Länge, die ich schon diesen Kanal betreibe. Und das kann ich gar nicht mehr ganz so genau sagen, weil ich irgendwann die allerersten Videos gelöscht habe. Ich meine, es war 2013 oder 14. Also ich schätze jetzt mal ungefähr 8 Jahre. Frage 8. Über welches Buch hast du zuletzt intensiv nachgedacht? Und das kann ich ganz einfach beantworten, denn ich hatte letzte Woche einen richtigen Book-Hangover. Ich wusste nicht, womit ich weitermachen soll nach diesem Buch, weil ich so sehr noch an den Figuren gehangen habe. Es ist von Susanne Abel, Stay Away from Gretchen, eine unmögliche Liebe. Und ich habe mich lange gescheut, dieses Buch zu lesen, habe es eigentlich auf dem Sub liegen gehabt, weil ich diese Flucht aus Ostpreußen aus der eigenen Familienhistorie kenne. Da ist meine Großmutter und mein Großvater hergekommen und nach Deutschland geflohen. Und das ist auch Teil dieser Geschichte. Und da habe ich mich gerade im Anbetracht der aktuellen politischen Lage sehr lange gegen dieses Buch gesträubt. Hätte ich gar nicht machen müssen, denn es hat mir einfach großartig gefallen. Die Charaktere, die Susanne Abel hier gezeichnet hat, waren so nahegehend. Ich mochte Greta, um die das sich hier dreht, total gerne. Und ihr Leben so zu begleiten, von der Kindheit an bis ins hohe Alter. Sie ist jetzt zu Beginn dieses Buches über 80 Jahre alt. Ja, und ihr Sohn, der nie etwas von Mutters Vergangenheit wusste, weil sie da immer drüber geschwiegen hat, der bekommt jetzt, wo Greta an Demenz erkrankt und vergisst, dass sie darüber nicht sprechen wollte, bekommt er zum ersten Mal die Möglichkeit, die ganze Geschichte seiner Mutter mitzuerleben, aufzuschreiben. Er ist Journalist und ja, das war eine sehr, sehr bewegende Geschichte und vor allem mit sehr lebendigen Charakteren, die mich auch persönlich eben betroffen haben, weil meine Großmutter ähnlich alt war wie Greta, als sie damals aus Ostpreußen nach Deutschland gekommen ist. Und das Buch hat mich sehr, sehr lange beschäftigt und ich wusste auch ein paar Tage überhaupt nicht, was sollst du denn danach jetzt lesen? Welches Buch könnte hiernach noch eine Chance haben? Also das passt wie die Faust aufs Auge zu dieser Frage. Frage 9, ein Buch, das du schon oft gelesen hast. Ich bin ja nicht so der Mensch, der sehr, sehr viel re-readet. Dafür gibt es einfach viel zu viele neue Geschichten, die ich entdecken möchte. Ganz, ganz ab und zu mache ich das allerdings. Und natürlich mache ich das vor allem mit meinen Kindern gerade sehr. Da sind so einige Bücher, die ich Ihnen vorgelesen habe, mehrmals gelesen habe, Geschichten, die Sie immer gerne wieder hören möchten. Gerade aktuell lesen wir gemeinsam Nevermore, den ersten Teil. Aber so, das ist jetzt mal stellvertretend für die ganzen Kinderbücher, die ich immer wieder lese, weil ich eben Kinder habe. Von Astrid Lindgren, Wir Kinder aus Bullerbü. Ich habe aber auch noch Pippi Langstrumpf, den Michel. Ja, so einige Kinderbücher aus meiner eigenen Kindheit, Die kleine Hexe, die ich einfach gerne mit den Kindern dann auch nochmal lese. Ansonsten bin ich eher nicht so der Reread-Kandidat. Das mache ich wirklich total selten. Frage 10, der Lieblingsautor oder die Lieblingsautorin. Das ist unglaublich schwer. Ich würde sagen, ich habe für mich vor einiger Zeit jetzt den Joël Dicker als Autoren entdeckt und das wäre ich wahrscheinlich ohne BookTube, wäre ich auf den gar nicht gekommen. Ich mochte den Fall Harry Quebert und auch die Baltimores ja total gerne und ich werde wahrscheinlich auch immer seine Bücher blind kaufen. Wenn ein neues rauskommt, dann werde ich es mir vorbestellen und dann werde ich es lesen, weil ich seine Art, Geschichten zu konstruieren, unglaublich gerne mag. Ich kann ihn aber auch nicht als der Lieblingsautor bezeichnen. Ich finde auch, dass es ganz viele Autoren gibt, von denen ich eigentlich alles lesen möchte. Da wäre Kent Harrow, da ist zum Beispiel Ewald Ahrens,
Die Bücher von ihm liebe ich auch sehr und würde da Alte Sorten immer auch empfehlen. Ich mag von Benjamin Myers Offene See so gerne. Da hat mich dann allerdings Der perfekte Kreis, sein zweites Buch, ein bisschen enttäuscht. Würde ihm aber immer wieder auch die Chance geben. Bei den Autorinnen kann ich natürlich Jodi Picoult nennen. Da habe ich einige Bücher von ihr bisher gelesen, noch einige, die ich lesen möchte. Mareike Fallwickel hat mich mit allen drei bisher erschienenen Büchern total abholen können. Das ist definitiv auch eine Lieblingsautorin. Ja, es sind so einige. Ich kann mich da nicht auf einen beschränken. Ich habe bisher auch alles von Dolores Redondo, was auf Deutsch erschienen ist, gelesen. Richard Wagamese als indigener kanadischer Autor. Ja, also das fällt mir unglaublich schwer. Ich kann da nicht einen auf den Thron setzen. Dann würde ich alle anderen abstufen. Funktioniert einfach nicht. Und das waren auch schon die Fragen für diesen Kennenlern-Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich möchte gerne jeden taggen, der Lust hat, mitzumachen. Ich denke, da sind einige, die den Tag vielleicht noch nicht gedreht haben. Fühlt euch von Herzen von mir getaggt. Und auch wenn ihr Zuschauer Lust habt, schreibt auch gerne eure Antworten auf die Fragen in die Kommentare. Ich lese mir das total gerne durch und freue mich, wenn ich auch von euch ein bisschen mehr kennenlernen darf. Und falls ihr noch eine Frage habt, schreibt sie sehr gerne in die Kommentare. Dann beantworte ich euch die natürlich auch sehr gerne. Macht's gut, ihr Lieben. Einen schönen Tag euch und frohes Lesen.